Hallo, mein lieber Skorpion. Mein Name ist Emanuel von Zenstern und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats bilden Merkur und Saturn einen Quadrat. Behördliche und berufliche Abläufe lassen sich nur schwer meistern. In dieser Zeit könntest du mit einer lästigen Angelegenheit beschäftigt sein, die du nicht vertragen kannst. Bald wirst du diese beenden und ein Gefühl der Erleichterung bekommen. Unannehmlichkeiten sollen vermieden werden, indem man seltsame Geschehnisse mit Geduld und Besonnenheit auswertet. Am 3. läuft Merkur direkt in Waage. Ein Geschehnis oder Skandal dürfte bald entlüftet werden. Unfaire Situationen und Ereignisse werden im Laufe der ersten Monatshälfte geklärt. Jemand könnte dir etwas erzählen, was dich traurig oder wütend macht. Zwischen 12. und 13. haben wir eine mächtige Konjunktion zwischen Jupiter und Pluto. Themen wie Umzug, Papierkram oder Bildung werden bis Januar 2021 entscheidend für deine finanzielle Sicherheit sein. Du wirst die nötige Kraft und Mut haben, jegliche Hindernisse zu zerstören und Situationen in die richtige Richtung zu steuern. Am 14. des Monats läuft Mars direkt in Widder. Probleme werden sich ab diesem Datum einfacher und schneller lösen lassen. Du wirst dich endlich zutrauen, dir den Freiraum zu nehmen, den du brauchst, um deine eigenen Wünsche zu erfüllen. Am 17. und bis zum 20. November bilden Merkur und Uranus eine Opposition. Große Geldverluste oder Geldgewinne sind mit dieser Kombination möglich. Ein alter Bekannter könnte sich plötzlich und überraschend bei dir melden. Und dann zwischen 15. und 19. haben wir Venus und Saturn in Spannungsaspekt zueinander. Ernsthafte Auseinandersetzungen mit anderen Menschen können an diesen Tagen entstehen. In manchen Fällen kann eine Frau das letzte Wort in einer Situation haben. Am 21. tritt Venus, der Planet der Liebe, in dein Zeichen ein. Falls zutreffend, kann jemand in eine kritische Lage bis Mitte Dezember geraten. Es ist aber wichtig, mein lieber Skorpion, dass du dich nicht für eine Person aufopferst, die keine Verantwortung für ihre Taten übernehmen möchte. Man sollte sich nach den Fakten richten. Zwischen 22. und 28. bilden Venus und Uranus eine Opposition. Freiwillige Bestrebungen nehmen den Vorrang. Dies gilt insbesondere, wenn man eine langfristige Beziehung führt. Eine Liebesaffäre kann sich bis Monatsende mit dieser Konstellation locker ergeben. Eine gewisse Instabilität in Bereichen der Liebe und Beziehung ist aber immerhin mit Venus in Opposition zu Uranus zu erwarten. Am 29. hast du Neptun direkt laufend in Fische. Die Themen Kinder und Enkelkinder sind bis Juni 2021 mit Situationen verbunden, die nicht überschaubar und zum Teil irreversibel sind. Menschen, die an ihrer Selbstständigkeit arbeiten, werden extra viel Geld und Energie in ihren Projekten investieren müssen. Und dann zwischen 29. und 30. des Monats haben wir Merkur, Sextil, Jupiter und Saturn. Am Monatsende wirst du das Gefühl haben, mein lieber Skorpion, dass du dich von einer großen Last befreit hast. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Und falls du eine individuelle Vorausschau für die kommenden Jahre brauchst, könntest du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich bin immer bereit, dich bei den jeglichen Lebenssituationen zu unterstützen.
Vielen Dank und bis zum nächsten Video.